meinen Juli-Favoriten. Ich würde sagen, wir beginnen mit Beauty und einem Produkt, dem ich verfallen bin. Also, das ist einfach himmlisch, wie es riecht, wie es sich anfühlt, alles. Und ich ärgere mich, dass ich nicht das Produkt schon viel früher ausprobiert habe. Und zwar war das früher mal total gehypt von Lush, die Sleepy Body Lotion. Und ich muss sagen, ich brauche ganz dringend das Parfum hierzu. Beziehungsweise ich glaube, es gibt nur mittlerweile nur noch ein Body Spray, aber ich kann nicht, wirklich. Ich freue mich, abends ins Bett zu gehen, alleine dafür, dass das neben, also auf meinem Nachtschränkchen steht und ich mich damit einschmiere und das rieche und oh mein Gott. Also hier steht drin, male dir einen Traum mit Pinselstrichen aus sanftem Haferflockenaufguss und Lavendelblüten. That's it. Es riecht nach süßer Hafermilch, frischem Lavendel und das war es eigentlich auch schon. Hier ist, glaube ich, auch noch Tonka-Bohne drin und es hat definitiv dieses süßlich-vanillige, verführerische. Oh mein Gott, also ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist einfach göttlich. Es ist einfach göttlich. Abgesehen davon ist die Bodylotion super leicht, zieht schnell ein. Ich kann hier wirklich nichts Schlechtes drüber sagen. Ich bin absolut verliebt und ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ich gehe damit richtig spärlich um. Also ich mache abends wirklich nur hier vom Deckel so viel vielleicht ab und schmier mir das dann so an Punkte, wo ich weiß, da bin ich beim Schlafen irgendwie in der Nähe und schmier mir das hier ein bisschen hin. Also ich glaube, wenn ihr euch den ganzen Körper einschmieren würdet damit, dann wird es super schnell alle. Aber ich nehme halt wirklich immer nur ganz, ganz wenig, weil es einfach auch so himmlisch und intensiv riecht. Gott, göttlich. Dann mache ich doch gleich mal weiter mit meinem Parfum, das ich diesen Monat sehr, sehr viel getragen habe. Das habe ich sehr neu und zwar ist es von Guerlain. Es ist auch ein neues Parfum aus der Reihe von Aqua Allegoria Orange Soleil. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, es riecht nach frischem Zitroneneis am Stiel. That's it. Es riecht nach frisch ausgepresstem Orangensaft quasi. Frisch, spritzig und dann hat es aber so diese holzige Note, die mir quasi dieses Bild gibt von diesem Eis am Holzstiel. Es ist einfach der Hammer. Wenn ich irgendwie weiß, heute wird es warm, kommt das sofort drauf, habe ich heute auch wieder komplett drauf. Ich gebe da auch eine gute Menge von drauf, weil es natürlich eher ein leichterer Duft ist. Das ist der Hammer. Es ist wirklich der absolute Hammer. Es macht so ein Sommer-Vibe irgendwie und mir so gute Laune. Ich habe ja auch ätherische Öle mit Orange, die ich hier tagsüber benutze, damit ich irgendwie motiviert bin und Energie habe und das macht das Gleiche in Grün. Dann habe ich mal wieder meinen liebsten Reiniger nachgekauft. Einer meiner liebsten Reiniger für abends und zwar ist es von Clinique Take the Day of Cleansing Balm. Den habe ich euch vor Jahren schon gezeigt. Benutze den immer mal wieder. Das ist einfach so ein Basic bei mir, der eigentlich nicht fehlen darf. Wenn meine Haut rumspinnt, benutze ich das. Wenn nichts anderes mein Make-up runterbekommt, benutze ich das. Wenn ich irgendwie eine allergische Reaktion habe, benutze ich das. Ist einfach, also da ist jetzt so ein bisschen Make-up dran, aber es ist einfach so ein fester Balsam, den ihr in die Hände gebt und dann beim Reiben wird es flüssig. Und nimmt einfach komplett euer Make-up ab. Ist wesentlich sanfter als so manch anderer Reiniger. Es brennt nicht in den Augen. Es geht alles ab. Man hat sehr, sehr lange was davon, weil man wirklich sehr wenig benötigt. Bei manchen Cleansing Balms benötigt man schon eine ganze Menge. Bei dem nicht. Also ist das Geld wirklich 1000% wert. Und dann habe ich in letzter Zeit festgestellt, dass die Schatten unter meinen Augen irgendwie heller sind. Und gut, das kann jetzt an verschiedenen Sachen liegen. Ich versuche mehr zu trinken. Das könnte was verbessert haben. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es ist das hier. Ich bin ja wirklich lange Zeit kein Freund von Augencreme gewesen, bis ich mal bei einer Hautanalyse war und ich gesehen habe, dass die Partie um meine Augen herum einfach viel trockener war und irgendwie eine andere
Pflege benötigt. Und daraufhin habe ich angefangen, das hier zu benutzen. Das ist von Paula's Choice Anti-Aging Eye Cream with Shea Butter and Peptides. Das benutze ich nur abends, weil es wirklich sehr reichhaltig ist und unter meinen Concealern oft nicht so richtig funktioniert, weil die dann sofort unter den Augen sich absetzen. Aber für abends, das fühlt sich halt wirklich an wie Shea Butter, wie Butter. Super butterig, ganz cremig. Die Haut unter den Augen ist einfach so genährt. Und ich habe das Gefühl, dass die, seitdem ich das benutze, wie gesagt, irgendwie nicht mehr so dunkel ist, nicht mehr so eingefallen und irgendwie sich besser anfühlt, Concealer besser drauf sitzt. Ich hatte das sonst sehr oft, dass Concealer generell morgens einfach ja, sich nicht so richtig verbunden hat mit der Haut. Und obwohl ich das ja nicht morgens benutze, sondern nur abends, ist die Partie trotzdem so, ja, einfach perfekt vorbereitet für alles, was danach kommt. Ist auch schon, glaube ich, so gut wie alle, wird auf jeden Fall nachgekauft. Ich liebe ja Paula's Choice generell, ist einfach so eine Marke, da kann ich mich so gut wie immer drauf verlassen. Dann habe ich ja immer so Phasen, wo ich manchmal nur Cremeprodukte benutze und manchmal nur Puderprodukte. Momentan bin ich wieder den Cremeprodukten verfallen. Ich wünschte mir, das gäbe es so an einer Palette, weil ich finde es ein bisschen unnötig, dass ich jetzt drei solcher Produkte habe, wenn das irgendwie in kleiner ginge, ohne diese komischen Pinsel. Sehr gerne. Aber kommen wir zum Produkt. Das sind die Nudies von Nude Sticks. All Over Face Colors. Genau. Und einmal habe ich hier den Bronzer, ein Blush und ein Highlight. Kommen wir zum Bronzer. Ich finde, der könnte dunkler sein. Ich glaube aber, es gibt auch noch dunklere Farben. Die sind sehr, sehr schier. Also ich benutze ja schon seit Jahren Cremeprodukte sehr gerne, aber meistens sind die viel intensiver von der Pigmentierung. Die hier sind wirklich sehr so transparent. Man kann sie sehr schön aufbauen und die halten nicht den ganzen Tag, wenn man jetzt irgendwie den hier oder so gerne im Büro macht. Aber die tragen sich schön herunter, wenn ihr wisst, was ich meine. Und das hier ist so ein richtig schöner Ton, der weder zu kühl noch zu warm ist. Also irgendwie hat er so von allem ein bisschen. Er ist so ein bisschen olivstichig, ein bisschen gelb, ein bisschen warm, rötlich. Also perfekt zum Konturieren slash Bronzen und ich finde halt die Form richtig gut von denen und die sind auch so schön geschmeidig von der Konsistenz, dass sie richtig gut über die Haut gleiten, sich gut einarbeiten lassen, mag ich sehr gerne. Das Blush, was ich benutzt habe, heißt Nude Peach, ist auch von Nude Sticks und ja, wie der Name sagt, Nude Peach, einfach ein richtig schöner Pfirsichton. Der sieht halt wirklich so bam in your face aus, aber wie gesagt, ich habe das auch jetzt hier alles heute aufgetragen. Ihr seht, das ist sehr, sehr subtil. Also fast in Richtung No Make-up, Make-up, dass man nicht so richtig sieht, ist da jetzt was aufgetragen oder nicht. Ne? Also ihr könnt es sehen, dass es jetzt nicht so eine starke Kontur oder ein extremes Blush oder so ist. Und ich glaube, mein heimlicher Favorit ist tatsächlich das Highlight. Und ich habe ja lange Zeit keine Highlighter mehr getragen. Aber Bubbly Baby heißt es. Könnt ihr das sehen? Ist so ein, ja, auch würde ich sagen, für sich Einschlag habendes Highlight. Ein Highlight mit einem Pfirsicheinschlag. Also ich finde, es passt einfach super zu dem Blush. So ein bisschen Champagnerfarben, finde ich. Also man sieht auch so ein leicht kühle Partikel. Und das habe ich heute hier aufgetragen und ich trage das auch hier. Könnt ihr das sehen, die Linie? Entlang, also das finde ich mega, weil das halt dieser Stick ist, kann ich das halt so einfach entlang der Nase auftragen. Und hier geht super fix und es verbindet sich halt richtig schön mit der Haut. Das habe ich ja immer oft erzählt, dass ich Probleme habe mit Highlights, dass die so, dass die Foundation aufbrechen und kacke aussehen. Und die drei Produkte zusammen funktionieren einfach mega gut. Und ich mag einfach im Moment so dieses sehr natürliche, glowy Face. Und dann habe ich auf den Lippen diese Kombination sehr gerne getragen. Ich weiß, heute sind es irgendwie sehr, sehr viele Beauty-Produkte, aber irgendwie war scheinbar der Juli so ein Monat, wo ich doch wieder viel ausprobiert habe oder neu entdeckt habe oder wiederentdeckt habe. Anyway, auf jeden Fall, der Lippenstift, den ich gerade trage, ist dieser hier.
Das ist Hepburn Honey. Auch hier wieder ein Beige-Ton mit so einem Pfirsicheinschlag, also sowas sehr, sehr Warmes. Gerade wenn ihr auch so einen olivstichigen Teint habt wie ich, ist der perfekt. Der ist super cremig. Ich mag Charlotte Tilbury-Produkte sehr, sehr, sehr gerne. Die funktionieren sehr oft für mich. Der hält lange, er sieht super schön aus und ich finde, es ist einfach so der perfekte, natürliche Ton. Und dann kann man da einen Gloss in einer Farbe drüber geben, sodass man die Farbe des Lippenstifts auch so ein bisschen anpassen kann. Das hier ist jetzt von Essence Plumping Nudes Lip Gloss in der Farbe Charm. Und ich finde, der hat so einen wunderschönen Schein. Ich habe jetzt irgendwie schon 5 Millionen Schichten hier drauf. Das zieht bestimmt gleich Fäden. Aber das ist so ein schöner, pfirsichfarbener Ton. Nein, komm zurück, verlass mich nicht. Es ist so ein schöner, heller Roséton und auch so goldenen Partikeln. Ist aber nicht so glitzerig, sondern hat so einen schönen Schein. Hat so diesen Plumping-Effekt, ihr wisst schon. Aber halt nur optisch. Nicht, dass es irgendwie bitzelt oder so oder nach Minze schmeckt. Das gar nicht, einfach nur optisch. Und ich mag die beiden einfach zusammen richtig gern. Jetzt haben wir das geschafft. Jetzt wollte ich euch Musik vorstellen. Ich habe ja wie immer meine Playlist bei Spotify für euch, wo ich jeden Monat euch reinpacke, was ich so gehört habe, was ich bei Insta-Stories euch auch gespielt habe in irgendwelchen Stories. Und eine Künstlerin, die ich wiederentdeckt habe, fragt mich nicht, wie es dazu kam. Ich weiß es nicht. Eines Tages habe ich gedacht, was macht eigentlich Kylie Minogue? Und dann habe ich das bei YouTube angegeben und das kennt ihr, ne? Dann sieht man ein Video und dann kommt das nächste und das nächste und das nächste. Oh mein Gott, Love at First Sight, ich liebe es. Ich weiß noch, als das Musikvideo rauskam, habe ich sie da gesehen. Ich wollte sofort diese Hose, sofort diese Armspange habe ich mir dann auch so dran gemacht, so ein Oberteil. Ich glaube, das war mit so Latz-Details oder so, habe ich mir dann auch ein ähnliches gekauft und alles. Ich fand es so cool, das Make-up, hab die geliebt und ich habe mir pink neonfarbene Pumps gekauft und auch mit solchen Hosen angezogen. Meine Jugend, ja. Aber Kylie Minogue ist für mich meine Kindheit, meine Jugend. Ich liebe sie. Ich liebe Slow. Das Musikvideo von Slow müsst ihr euch angucken. Ich liebe es. Und Spinning Around macht mir halt richtig gute Laune. Da will man einfach nur tanzen. I love Kylie. Ich glaube, wenn sie noch mal irgendwie Konzerte oder so geben würde, dann würde ich da auch mit hingehen, weil die ist einfach the shit. Ich liebe ihre Musik, die macht so gute Laune und das schon jahrzehntelang. Hört euch bitte die Lieder an, die in meiner Spotify-Playlist sind. Machen wir weiter mit Fashion. Einmal eher so, ja, was Sportliches. Ich habe ja wieder angefangen, so ein bisschen Übung zu machen. Abgesehen davon, wenn ich am Wochenende auf dem Balkon oder so einfach sitze, dann habe ich das Gefühl, wenn ich also Sportklamotten anhabe, die sind ja sowieso darauf ausgelegt, dass man vielleicht schwitzt. Und einfach auch so zu Hause ist das so bequem. Und zwar ist das dieses Oberteil oder Sport-BH, je nachdem, wie man es sehen möchte, von Gymshark. Ich habe keine Ahnung, wie das Modell heißt. Nee, steht hier nicht da, aber ich werde es euch, wenn es das noch gibt, verlinken. Ich liebe daran, dass das hochgeschnitten ist. Das heißt, man sieht nicht so, ne, die zwei Freundinnen extrem, die hüpfen nicht raus. Es ist nicht so, ihr wisst schon, revealing. Und auf der anderen Seite ist dieser Bund richtig schön tief. Das heißt, es ist nicht einfach wie so ein BH geschnitten, sondern eher wie so ein Crop-Top, also wirklich eher wie ein Oberteil. Und dadurch bin ich hier gesichert, bis hierhin, unten auch gesichert. Und wenn ich dann irgendwie eine Leggings oder so zu anziehe, fühle ich mich da auch wohl. Und die Träger sind richtig schön dick. Hinten werden die dann aber so dünn und es wird aus einem Träger werden dann drei. Ja, man kann die nicht einstellen, das finde ich ja eigentlich immer blöd. Aber in dem Fall sind die super stretchy und bei mir klappt das eigentlich ganz gut. Ich trage übrigens Größe S. Und die passt gut. Also ich würde eher sagen, da könnt ihr eure normale Größe oder eine kleinere Größe sogar wählen. Ich habe aber hier übrigens dieses Padding drin gelassen. Das lasse ich sonst nie drin. Aber in dem Fall mag ich es eigentlich ganz gern und es verrutscht auch nicht so. Und dann ein Kleid, nachdem ihr sehr, sehr viel gefragt habt. Das ist dieses hier.
Das ist ein super günstiges Kleid von H&M, was ich auch an solchen Tagen trage, wenn es einfach nur heiß ist oder wenn wir Ausflüge machen, uns auf eine Wiese legen oder im Urlaub oder so. Einfach so ein Drüberschmeißkleid. Das ist so ein Maxi-Kleid. Ganz, ganz fließend, dünn. Ich liebe aber dieses Muster und diese schönen Details hier. Ich habe mir das teilweise, habe ich mir so einen Knoten gebunden, weil ich das eigentlich ganz schön finde, wenn das hier so drauf sitzt. Oder ich habe es normal gelassen, je nachdem, wonach mir war. Aber ja, das ist einfach so super luftig, leicht. Und ich glaube, das kostet irgendwie 10, 15 Euro oder so. Und man kann das auch so in der Stadt anziehen. Ne? Also es ist jetzt nicht super durchsichtig oder total kurz oder mit einem riesen Schlitz oder so. Nein. Und dann hatte ich euch ja meine Schmuckkollektion gezeigt und einen Tag später kam ein Überraschungspaket an von Miss Homa und die haben mir diese Ketten hier geschickt. Ich dachte so, nein, bestimmt fragen jetzt alle, hä, aber was sind das denn für Ketten? Ja, also das sind zwei Ketten von Miss Homa, die ich total liebe. Einmal hier so eine gedrehte Kette, die so ein bisschen kürzer ist und einmal hier so eine ganz dünne Chain-Kette und ich liebe das zusammen zu tragen. Ich habe auch noch Kreolen von denen bekommen, aber die habe ich jetzt gerade nicht drin. Aber ja, ich liebe das. Ich liebe Miss Homa. Ich trage Miss Homa seit vielen, vielen Jahren zum Schwimmen, zum Schlafen, zum Duschen. Da ist mir persönlich noch nie was kaputt gegangen, nie was angelaufen. Ich finde auch, das Gold ist richtig schönes Gold. Es ist super hochwertig und den Preis jeden Cent wert. Ich trage die Ohrringe von denen jeden Tag und so. Also wirklich von der Qualität, Preis, Leistung eine der Top-Brands. Tja, und dann kommen wir zu den Serien. Wir haben Game of Thrones zu Ende geguckt. Was soll ich sagen? Ich habe mich gewundert an dem Tag, an dem die finale Episode live ging, dass alle komplett durchgedreht sind. Ich dachte so, okay, beruhigt euch mal, Leute. Bis ich die finale Episode gesehen habe und dachte, warum? Keiner weiß warum, aber ich fand auch die letzte Folge einfach richtig, richtig kacke. Ich fand ehrlich gesagt die letzte Staffel wirklich schon so, es hatte wirklich gute Momente, aber ich bin ja dann so, wenn ich eine Serie so weit gesehen habe, dann kann ich nicht sagen so, nee, gucken wir jetzt nicht weiter. Pablo war teilweise so weit, dass er gesagt hat, komm, lass das. Das gefällt mir gerade gar nicht und ich habe keinen Bock mehr drauf. Und ich dachte so, nein, wir müssen es jetzt gucken. Aber generell, es sind ja 8 Staffeln und wirklich die Mehrheit der Folgen war wirklich unglaublich spannend, unglaublich cool. Und es ist definitiv Lehre eingezogen in unseren Herzen, in unserem Leben. Ohne diese Serie geht euch das auch immer so. Immer wenn wir so eine lange Serie gesehen haben, sind wir danach so, was fangen wir jetzt mit uns an? Wir haben die neue Staffel Somebody Feed Phil gesehen. Ich liebe Somebody Feed Phil, wenn ihr essen mögt, wenn ihr reisen mögt und ja, den Humor versteht. Ich liebe diese Serie bei Netflix übrigens. Und der ist in der ersten Folge, glaube ich, in Marokko. Und das war für mich so emotional, weil es irgendwie dann doch sehr nah war an der Kultur, die ich irgendwie durch meinen Papa kenne, dass mich das super glücklich gemacht hat. Aber auch die anderen Folgen waren cool. Er war auch in Seoul, meiner zweiten Heimat. Und das hat mich auch sehr, sehr gefreut. Also die Staffel kann ich euch sehr, sehr, sehr empfehlen, auch wenn sie sehr kurz war. Und das ist jetzt aber auch schon wieder Wochen her und seitdem gucken wir gar nichts. Gar nichts. Ihr könnt mir sehr gerne schreiben, was ich unbedingt jetzt gucken muss, was vielleicht auch so jetzt gerade passt in der Jahreszeit. Aber ja, ich weiß nicht, irgendwie, ich bin so Netflix durchgegangen, dachte so, nee. Und das war's zu meinen Favoriten. Ich hoffe sehr, dass das Video euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächstes Mal. Mhm.